Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Shani's Artistry. Und passend... Oh, da meldet sich schon jemand. Ich habe euch nämlich schon wieder jemanden Neuen vorzustellen. Was heißt schon wieder? Die, die mich kennen oder mir auf Instagram und Co. folgen, wissen, dass ich viele Tiere habe. Und an dieser Stelle mal eben Stopp, denn ich hole hier mal wieder viel zu weit aus und das will ich euch nicht antun. Deswegen mal ganz kurz und knapp zusammengefasst, was ich so erzählt habe. Wir hatten zwischendurch 8 Chinchillas, mittlerweile nur noch 6, 2 Katzen, einen Pflegehund. Ja, Odi ist nämlich nicht unser Hund, sondern der Hund von meinen Eltern, den wir nur öfters mal so zum Hundesitten quasi haben. Und seit ungefähr 2 Jahren reden wir eigentlich immer so ganz stolz von unserem eigenen zukünftigen Hund dann mal irgendwann. Und ja. Die Zeit des bloßen Redens ist jetzt wohl vorbei, denn dieser kleine müde Kerl hier ist unser neues Familienmitglied und heißt Berlin. Ja, kleiner Kerl, hier wohnst du jetzt? Ja? Unser Kater Yoda beobachtet uns ganz skeptisch. Der scheint noch nicht ganz so begeistert zu sein von dem neuen Mitbewohner. Aber dafür scheinen Berlin ihn umso mehr zu mögen. Ah, das kann Yoda gar nicht gebrauchen. Yoda, alles gut, Süßer. Alles gut. Alles gut. Der kleine Kerl ist natürlich welpentypisch total verspielt und klaut alles, was ihm so vors Mäulchen fällt. Dementsprechend hält er uns ganz schön auf Trab, denn er kann wirklich alles gebrauchen. Aber eine ganz große Erleichterung war es natürlich, dass er sich richtig super mit unserem Odi verträgt. Die beiden scheinen sich vom ersten Augenblick an gesucht und gefunden zu haben. Es klappt so super und es ist einfach herrlich, den beiden beim Spielen zuzusehen. Aber nun auch langsam genug süße Tiervideos, denn manche von euch sind ja vielleicht auch nochmal wegen der Zeichnung hier. Und die will ich natürlich jetzt auch nicht mehr länger warten lassen. Das herrliche bunte Herbstwetter motiviert mich mal ein bisschen mehr mit Farben herumzuspielen und deswegen habe ich mich bei dem Porträt von dem kleinen Kerl mal für Aquarellfarben entschieden, statt meinen üblichen Pastell- und Buntstiften. Um noch ein paar Details und Highlights einzubauen, gehe ich noch mal ein paar Stellen mit Buntstift nach. Nicht so viel, sondern wirklich nur ein bisschen bei den Augen und bei dem Fell um die Nase herum. Und setze auch noch mal ein paar Highlights mit einem weißen Fineliner. Wobei man unheimlich darauf achten muss, da nicht in völlige Rage zu geraten und einfach zu viel Feinheiten einzubauen.
Weil dann geht dieser typische Aquarellstil natürlich verloren und das möchten wir nicht. Daran muss ich auch noch ein bisschen üben. So, und nun kann ich euch auch schon das fertige Bild zeigen. Ich habe mir eigentlich gedacht, Aquarell ist so ein schöner, freier und einfacher Stil, wo man auch nicht so detailgenau arbeiten muss. Aber ich habe dann doch gestaunt, statt den ursprünglichen 3 Tagen, die ich eigentlich dran sitzen wollte, kam ich die letzte Zeit natürlich einfach kaum zum Zeichnen und stattdessen hat es dann mal eben 3 Wochen gedauert. Aber es ist fertig und ich hoffe, das Video und die Zeichnung haben euch gefallen und freue mich natürlich sehr, wenn ihr einen Daumen oder Kommentar da lässt und dann auch beim nächsten Video wieder vorbeischauen möchtet. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund!